wunderschönen guten Abend. Bei uns ist gerade Abend. Ihr seht das Ganze wie immer oder hört das Ganze wie immer am Donnerstag. Ich glaube, ich darf nicht so schreien. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu unserem Pelzer Stammtisch. Heute mit der Jazz-Narina aus Mannheim City, mit der Ursel. Servus. Und mit mir. Und wir haben uns ein cooles Thema für euch überlegt. Letzte Woche hatten wir ja das Thema Thermomix. Ist ganz gut angekommen bei euch. Und heute haben wir uns das Thema überlegt, Fragrance, Parfums, Parfüm, egal wie man es nennen mag, Düfte ist auf jeden Fall das Thema. Und zwar, ich sag mal das Thema so, weil ich persönlich finde, das Thema Düfte ist in den letzten Jahren so ein bisschen eskaliert in so 300-Euro-Düfte mäßig. Dann gibt es natürlich die günstigen Düfte und dann gibt es auch zum Beispiel verschiedene Plagiate, nenne ich es jetzt mal, Dupes, ne? Gibt es ja von verschiedenen Firmen. Und dieses Thema, dem wollen wir uns heute widmen. Okay, let's go. Ja, ich kann auch. Warum hatten eigentlich die Urschel so ein Handmikrofon? Das hat mir der liebe Dommer Goy hingelegt und hat gesagt, ich soll hier reinsprechen. Also tue ich das auch. Mit meinem schönen Mikrofon. Okay. Hello. Ja, also ich fange einfach mal an, ne? Jo, fang mal an. So. Also. Für mich persönlich, also ich persönlich finde, also für mich gab es immer so die Kategorie, sage ich mal, so habe ich das früher immer gehandhabt, so die DM-Düfte, so Bruno Banani, Max, hattest du früher als, oder was gab es denn da noch, von Beyoncé oder wie die heißt, oder meine Oma ja, hat immer. War. Ja, oder meine Oma. Naomi Campbell. Ja, Naomi Campbell, genau. Da gab es doch erst so einen Jungle-Mix, wie hieß denn der, den hatte ich immer vom DM-Markt, so Billigheimer. Puma oder so irgendwas, oder? Ja, Puma gab es auch, stimmt. Adidas-Duft. Ja. Meine Oma hat immer Gabriela Sabatini, die Tennisspielerin. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall, meine Mutter zum Beispiel hat immer das Parfüm gehabt, Maruschka oder Maruscha. Ich glaube, das gibt es auch im DM, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war so früher das Parfüm, was so, sage ich mal, 14,95 gekostet hat, aber ich weiß gar nicht mehr, ob D-Mark oder Euro. Mhm. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber das waren, also bei mir war es Euro. Ah ja, okay, gut, dann war es Euro. Oder zum Beispiel Oily Lee gab es ja so als Kind. Ah, jo. Habt ihr das auch gehabt? So ja. Oily Lee. Ja, das hat aber 5 Euro oder sowas gekostet. Ja, gell? Ja. Oder zum Beispiel meine Oma. Also meine Oma hat immer für meine Oma in Malaysia 87,0? Nee, Kölnisch Köln, Wasser. Kölnwasser. 47,11. Ja, genau, 47,11. 47,11. Ja, also, das waren für mich immer so Düfte, die habe ich so unter der Woche genutzt, ne? Und wenn es dann Kölnisch so, Wasser? Nee, so aus dem DM, The Max und der Bruno Banani und ach so. So. Und ja, dann Bruno Banani hat schon eins. Und dann sage ich mal, hatte ich immer so für zum Fortgehen, hatte ich immer andere Düfte. Und bei mir, also so der Standard-Klassiker, der immer ging, war so das Thema Christian Dior, Hypnotic Poison. Das hatte ich immer als Standard. Dann von Armani Ski, also das ganz einfache Ski. Dann später gab es ja Armania und so, ne? Das hatte ich dann auch immer, weil ich sammle bestimmt schon seit über 20 Jahren Armani-Düfte. Also ich habe wirklich fast alle Armani-Düfte, außer diese ganz teure Schiene, wo du jetzt auch rausgekommen bist, habe ich alle. Genau, und das waren so die Standarddüfte, die ich, oder Jessie, hatte ich noch irgendeins? Nee, das waren eigentlich so die zwei, wo ich immer so im Wechsel hatte, ne? Ja. Ja, also so habe ich es immer gehandhabt, ja. Also so von früher jetzt, ne? Heute habe ich so viel wirklich, weil ich dann das Parfüm gesammelt habe und habe danach immer wieder Geschenke gekriegt zum Geburtstag oder zu Weihnachten von meiner Oma und von meiner Tante, habe ich echt voll viel und bin jetzt gerade so ein bisschen am Aufbrauche. Aber früher habe ich so das Parfüm, also ja, habe es gesammelt. So ein bisschen sammelt die Sache immer noch, ja. Aber ihr könnt immer sagen, was ihr so für Standarddüfte immer gehabt habt oder immer noch habt. Weiß es nicht. Bei der Urschel wesig, ends wesig. Ich hatte mir früher einmal, bei der Jenny, hatte ich mir früher mal, also so am DM-Markt immer so Billigheimer, so Puma, immer so Jamaika, das hatte ich auf die Erbe. Und wenn wir fortgegangen sind, hatte ich immer, ich habe angefangen mit Jill Sander, Sun. Also Jill Sander generell zu sammeln, weil ich finde, das riecht bei mir am längsten und am besten. Dann hatte ich auch schon das, wie hieß denn das, von das Christian Dior, glaube ich, auch. Das war so ein weihnachtlicher Duft mit so einer roten Flasche.
Poison oder Passion, glaube ich, auch. Poison? Ja. Das Hypnotic Poison ist so rot, die runde Kugel. Mit aber so da einer schwarzen Deckel. Ja, genau. Ja, aber dann eben wiederum haben das irgendwie dann alle gehabt und dann habe ich. Ja, das stimmt. Dann irgendwie hat es mit dem Parfümiere bei mir dann irgendwie nachgelassen, aber irgendwie habe ich jetzt das die ganze Zeit Dolce & Gabbana krieg ich geschenkt irgendwie. Okay. Ja, aber Jill Sander habe ich einige. Jill Sander habe ich das Klassiker, ist eigentlich immer das Beste bei mir. Dann habe ich Jill Sander das D-Light hatte ich mal gehabt. Und jetzt habe ich so Orangenes im Moment. Also ich finde, das San riecht bei dir am besten. Also wirklich, ich kenne auch niemanden, wo das so gut riecht, weil ich habe mir schlecht die Nase, aber wenn du das drauf hast, ich rieche das. Also ich habe es auch schon von einige, also Leute auch schon, von Patrick zum Beispiel, Mai, dann hatte ich es auch schon, der gesagt, es riecht am besten. Ja. Und die Frau Jasmine? Nett. Bei der Jasmine weiß ich, glaube ich, auch ein Parfüm, nee, wo die Jasmine immer benutzt hat. Welches? Der Terry Mugler. Gell? Schon das nicht früher alles benutzt? Ne? Das ja, Alien. Aber nicht du, wo wir uns kannten. Ja, Nein, aber nicht, wo wir uns kannten. Nee, wo wir uns kannten, nicht, aber das hast du mal erzählt, Ja. Dass du das früher Ja, alles hattest. früher, ja, ganz früher, wo es rausgekommen ist, ist schon 20 Jahre, glaube ich, hä, aber. Ah, ja, bei uns auch. Also wir retten jetzt auch von vor 20 Jahren. Ach so. Ich muss nochmal, ich muss dir nochmal ins Wort grätschen. Entschuldigung. Aber ich habe früher als bei meiner Mama, da hat die erst immer das Cool Border Davidoff gehabt. Ah ja. So ein herber Duft. Und dann habe ich dann auch immer genommen. Und dann hat sie sich gewundert, warum das die Flasche leer ist. Und musste ich ja die Flasche wieder neu kaufen. Wirklich? Ah jo, ich habe das immer benutzt. Und dann, du musst, und ihr Lieblingsduft ist eigentlich das CK1, ist ihr Lieblingsduft. Das ist auch so ein Klassiker-Duft, wo viele immer hatten. Also meine Mutter, ihr Lieblingsduft früher war Kenzo Flowers. Ach, ja. Ja. Ja, Jasmine? Nee, also bei mir ist es, ja, also das Alien, das nutze ich nicht mehr so. Das steht zwar jetzt noch da, aber das nutze ich nämlich so. Ich nutze am meisten Narciso Rodriguez. For her, das ist mein allerliebstes so davon. Also eigentlich alle von denen. Also gibt es mehrere Hers. Und egal, welches ich davon nehme, das harmoniert super mit meiner Haut. Deswegen, das ist mein Nonplusultra, weil das geht auch Sommer, Winter, das hat so okay, einen leichten Duft. Das geht halt eh immer, egal in welcher Jahreszeit. Und was liebe ich denn jetzt noch, wo ich jetzt so, ja gut, oh, mein Dupe do jetzt vom Baccarat Rouge, das nehme ich jetzt halt die ganze Zeit. Und dann habe ich vom Angelo seiner Mutter oder von der Family das neue Gucci Flower, das Rosana hat die mir geschenkt. Das wären die wirklich super getroffen. Also ich denke, die hätten es geholt wegen der Verpackung, weil die rosa war. Aber es hat wirklich vom Duft passt super gut zu meiner Haut. Das ist jetzt so aktuell, was ich so jetzt aktuell trage. Und früher hatte ich auch diese, wie hast du gesagt, wie ist das, von Max oder so? Ja. Yeah. Du warst so Pinkness in der so, firm, so gewellte ja. Flasche. So ein bisschen breiter. Also ich muss aber sagen, das ist auch so eins, wenn ich jetzt unterwegs wäre und hätte jetzt ein Parfüm für Gäste oder so und bräuchte jetzt schnell eins, dann würde ich mir das jetzt vielleicht holen. Oder gut, jetzt habe ich den Dupe Do gefunden für mich. Aber ansonsten würde ich vielleicht das holen schnell, wenn ich jetzt irgendwo wäre und hätte jetzt für Gäste oder so und bräuchte jetzt was, das Pink vom Max. Nee, das ist nicht Max, das ist Bruno Banani. Ah ja. Mit der rebellische Flasche. Ja, das ist genau, nicht Max, Bruno Banani, ja. Oder dann, ja, wie ich schon früher war, jünger war, da hatten wir dann immer in der Schule, hatten wir dann von Christina Aguilera, Naomi Campbell. Bei den Kleinen und bei der Naomi Campbell war das doch so Leopard, so rosa Leopard. Ah, und da ja. war da oben noch so ein Bommel drauf, wisst ihr das noch? Ja. Das gab es doch Day and Night und war doch bei, also war in meiner Zeit Moderne, gab es dann alles immer Day and Night und so. Ah, okay. Ich habe mich schon noch an die goldene Flasche erinnere, mit so einem goldenen Deckel, der so. Also bei mir, das Bruno Banani, das war so geschwungen wie so ein Horn und rosa. Das war das, was ich hatte. Ich glaube, das war so das erste, müsste ich, denke ich mal. Und von Max, das war, glaube ich, so weiß, also durchsichtige Flasche mit einem silbernen Deckel und da waren wie so die X'e drauf von diesem Max. Also ich glaube, so war es. Aber ja, also es gibt ja auch so, die Jessica hat gesagt, ihr Mutter hat immer Davidoff Cool Water. Aber ich finde, es gibt so für Männer
so Standarddüfte und für Frauen, die Männer, also die irgendwie jeder hat und immer gehen, dann gibt es ja auch so Trenddüfte, ne? Also ich finde zum Beispiel so, bei Männern, was schon immer gegangen ist, ist das Fahrenheit von Christian Dior. Mhm. Oder auch das Davidoff Cool Water für Männer. Oder und Hugo. Hugo. Und was auch ich so wahrnehme, was bei Männern immer gut gegangen ist, ist Acqua di Gio von Armani. Ja. Mhm. Und also was ich ein ganz schreckliches Parfüm finde, was wirklich jahrelang, also ich weiß es nicht, so lange ist es noch nicht her, aber vor ein paar Jahren war das so voll der Trend bei Männern. Und zwar von Dior Sauvage hieß es. Ach. Furchtbar. Ekelhaft, ich kann das nicht riechen. Also bei die von Dior mag ich nur dieses Om. Wenn Männer das drauf haben. Dior Om oder Intense gibt es dann auch noch, das riecht dann ja noch stärker, das liebe ich ja. Aber die Sauvage mag ich auch nicht so. Also ich muss sagen, dass ich generell Männerdüfte ekelhaft finde, zum Teil wirklich so richtig penetrant, weil die meisten Männer auch immer dazu tendieren, in diese Parfum zu duschen. Ne? Oh, ja. Und ich finde, das ist wirklich, das riecht so widerlich vieles. Also ich finde, es gibt selten Parfum, was gut riecht. Was zum Beispiel auch jahrelang eine totale Hype war, jetzt weiß ich aber nicht, Charlie, du musst mich verbessern, ob ich touristisch bin. Und zwar war das, ich glaube, das war Paco Rabanne für Männer. Ja, Million. Ja, genau. Das, wo so aussieht wie so ein Kelch, ne? Wie so ein Pokal. Ach so, nee, das ist Olympus oder so irgendwas. Ja, keine Ahnung. Also das war ja auch bei den Männern so total der Hype. Das fand ich halt gut. Aber was du meinst, also ich dachte, du meinst eher dieses Paco Rabanne Million oder wie das heißt. Das ist nur so Gold. Wie so ja, das erinnere ich mich auch, ja. Aber das riecht aber geil. Finde. Also ich, ja, aber ich mag halt starke Parfüm bei Männern und zum Beispiel, ich mag das, wenn es so ledrig oder pfeffrig oder sowas, so würzig riecht, so richtig schwer, ja. Wahrscheinlich genau das, was du nicht leiden kannst, ja. Mag ich. Aber das, also ich mag es aber nicht süßlich, ne, so, wenn dann nur so leicht süßlich, mag es eher sehr herb oder so. Also ich zum Beispiel. Also ich weiß nicht, es kommt drauf an. Was ich finde, was voll gut, am Sommer riecht es halt voll gut und zwar ist es von Scotch & Soda, die haben ja so einen Duft, ne? Also wie bei Abercrombie & Fitch ist es so, wenn du reingehst bei denen, ne? So sensorisches Marketing haben die einen Duft, wo du in einem Geschäft hast. Und bei Scotch & Soda gibt es auch und das ist aber Unisex-Parfum und ich finde aber, am Sommer riecht es zum Beispiel richtig gut, ich weiß aber nicht, welches, ich glaube, das ist das erste, keine Ahnung, das Standard, ne? Da gibt es jetzt auch mittlerweile, glaube ich, mehrere. Das finde ich an ihm ganz gut und diverse Armani-Düfte, wo ich weiß jetzt aber nicht mehr genau welches, wo ich auch sage, das gefällt mir gut an ihm. Ich glaube, das ist Code, Armani-Code, aber da gibt es ja auch verschiedene. Aber das finde ich auch ganz gut. Aber wie gesagt, ich mag manche Männerdüfte gar nicht, weil die so extrem streng sind. Das mag ich gar nicht, wenn die dann so ich finde, es riecht auch manchmal so nur Tabak, oder? Ja. Boah. Und manchmal dann noch die Mischung, wenn die Männer dann so viel Parfum drauf machen und geracht hin, boah, das ist manchmal echt cool. Ja, so, und zum Beispiel Diesel, die Faust, kennt ihr das? Das blaue Parfum von Diesel mit der Faust, das ist auch so bekannt, das ist auch so beliebtes Männerparfum. Habe ich ja nie gerochen. Ne? Also ich wüsste jetzt ja bestimmt gerochen schon, aber ich wüsste jetzt ja, dass es das Diesel ist. Ja. Aber was ich auch nicht so mag bei Parfüms, bei Männern oder bei Frauen, ist so Moschus. Nee. Das geht gar nicht. Doch, das ist aber lustig bei mir ist, weil wenn ich das Narzisse drauf habe, das auch mit Moschus, das sagt ihr immer, ich riech gut. Ja, das ist wahrscheinlich die Hautmischung, ne? Das ja, ist, ja. Ja, weil alles, was bei mir mit Moschus ist, das, also zum Beispiel das Moschus riecht ja ein bisschen so eine Mottenkugel, ne? Doch, oder? Kann nach Mottenkugel. Ja, so kann. Genau. Und zum Beispiel meine Mutter, das Parfüm von Narciso Rodriguez ist nämlich Hauptbestandteil, glaube ich, Moschus. Und die hat nämlich gesagt, gib mir das Moschus, ich will das mal probieren. Und bei ihr riecht das furchtbar. Ja. Das riecht nur bei mir gut. Also, komisch, gell? Ich kann es nicht benutzen. Ja, genau, da gibt es nämlich auch noch du bist mit drin, aber zum Beispiel gibt es noch eins, ich glaube, das heißt Narciso Rodriguez Mask. Und da ist mehr Moschus noch drin. Das ist, glaube ich, die Weißflasche, die mag ich auch. Aber bei mir riecht es gar nicht so streng, sondern es wird dann. Nee, bei dir riecht es. Das entfaltet sich extrem so. Also ich liebe das, wenn ich Moschus benutze. Hm.
Aber Moschus ist doch auch sowas so Pheromon, oder? Mäßig. Also es ist doch, wirkt doch anziehend, oder? Ich habe keine Ahnung, Schalima, ich kenne mich schon nicht so gut. Also, was ich weiß von Parfum, also was ich so weiß, ist, dass man zum Beispiel nicht mehr wie 3 Düfte hintereinander riechen kann. Ja. Also da riecht eigentlich alles nur noch gleich. Und was man auch nicht machen sollte, ist, dass man quasi, ja, keine Ahnung, dass man halt anderes Duschgel hat, andere Bodylotion, anderes Shampoo. Also klar, wenn es jetzt wie bei uns die Liquid Soap ist, die keinen Duft hat, ist es egal. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Duschgel hat, wo Duft hat, ne? Und dann hast du wiederum eine Bodylotion, die riecht. Manche haben ja immer von, ich weiß gar nicht, wie hieß das dann, Betty, irgendwas mit Betty, das war bei uns so der Hype. Wie so Betty Barclay. Nee, diese Vanillecreme. Kokos. Wissen wir, was ich meine? Doch, Vanillekokos ist von Betty Barclay, ja? Ja. Ah ja, das war bei uns also ein Hype. Und dann hast du am besten das noch drauf. Und dann gab es ja früher bei uns, ach, ich weiß nicht, ob es halt auch noch so ist, war das Thema Body Spray so Hype. Ne, du hast dann von Farr und von allem Möglichen so Body Sprays noch gekriegt. Am besten hast du von Victoria's Secret. Ja, das gab es bei uns noch nicht. Also bei uns war das dann so, so. Glaube ich, Haar oder ich, wo wir halt in der Schule noch waren, ne? Und das konnte dann halt auch leichter, weil es halt nur ein paar Euro gekostet hat. Und dann hast du am besten noch ein anderes Shampoo, was nur Kokos am besten dann riecht. Und dann noch ein anderes Haarspray. Und dann noch ein Parfum. Und dann hast du so viel Düfte und dann riecht man gar nichts mehr. Also, ja. Also im Douglas sagen die immer, entweder man soll Asset benutzen. Oder halt, man benutzt wie wir so neutral riechende Produkte, wo du eigentlich gar nicht riechen tust, ne? So halt. Dass halt ja. Der Duft sich richtig entfalten kann, ne? Dann habe ich auch mal gehört, dass man den Duft gar nicht verreiben soll. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. Ne? Keine Ahnung. Also, habe ich auch schon gehört, doch. Habe ich auch schon gehört. Auch gehört, ja. Nur Klopfe, nur Klopfe. Ja, genau. Dann, das wird den und Duft verändern. Ja, genau. Also, das sind so Sachen. Ich sprühe immer Parfümer noch in die Haare, weil du hältst bei mir länger. Ja, mache ich ja. Aber soll ich also, das heißt, hält länger, sondern ich denke immer, wenn ich dann so mich bewege oder so, dann riecht mir es noch mal. Soll ich euch mal was erzählen? Meine Chefin hat mir letztens, also beziehungsweise mir nicht, aber meine 2 andere Arbeitskollegen, weil ich beschäftigt war, die hat mir ein Video gezeigt von Vella. Da war ein Typ gewesen, der hat einer Kundin blonde Strähne gemacht und hat hier also ganz ohne klassisch angefangen. Und ist dann weiter hoch und hat gedacht, guck dir mal, er ist schon hier in der Mitte, so praktisch, so die Hälfte vom Kopf, er guckt immer ohne die Erstfolie ohne. Und dann sind die ganze Haare abgebrochen. Was? Ja, das Problem war, die Kundin, wo er bedient hat, die hatte Haarparfüm. Also es gibt ja Parfüm für die Haare, das drauf gehabt und hat es danach reagiert. Ach du Scheiße. Ja, also wenn man zum Friseur geht, kein Haarparfüm, nehmen. Ja, aber wäschen die nicht die Haare zum Färben? Nee, Oh, okay. Bei Blondierung nicht. Habe ich auch nicht gewusst. Also bei Tönung ja, aber bei Färbung nicht. Ah, okay, krass. Das ja, das wusste ich auch nicht. Der hat gesagt, es ist was passiert und dann ist er so und so, ob sie Parfüm oder irgendwas drauf hat. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat so Haarparfüm. Es gibt jetzt mittlerweile so Haarparfüms. Ah. Also von Narzisse habe ich das auch schon immer gehabt. Was war schon? Haarparfüm. Von Narzisse hatte ich das auch schon immer, ja. Ah. Ach, gibt's so echt? Gibt's so extra Haarparfüm von der Düfte noch immer? Ja, aber ich habe das nur, ich glaube ja nicht, dass das so ein großer Unterschied ist. Das ist nur Marketing, denke ich. Ich habe das einfach gekauft, weil das dann so kleine Schmali-Flasche war und es ist perfekt für die Handtasche zu schmeißen. Ah, okay. Ja, da habe ich das halt nochmal überall zur Scheiße, egal, weil es riecht gleich. Ajo. Weil ich halt das Deo von dem und die Bodylotion und so, also, ja. Also was ist, ja, weil ich hole mir das immer, wenn es im Douglas im Angebot ist, in so einem Set und du es dann immer so durchgehen. Wenn ich dann fortgehe, schmier ich mir das halt nur mal so ein bisschen drauf und sprühe mich auch noch, rieche ich halt die ganzen dann noch. Ja, ja. Boah, ich hab aber so für Everyday nehme ich das jetzt nicht, die Duschgel und das Ding. Nee. Das nehme ich nur, wenn ich nochmal fortgehe. Das kann ich ja nicht überall hier, also ich kann es nicht, weil ich habe mir das aus Versehen mal ohne Nike geschmiert. Ich habe gedacht, ich laufe Amok. Ja, das glaube ich. Weil ich da drauf gedacht habe, ja. Ja, ja. Das brennt wie Feier. Also ich mache das nur so hier, ne, an der Hals, zwischen du, wo man ein Parfüm drauf mache, Dicks. Ja, hier so ein bisschen, nehme ich das Duschgel und das Bodylotion fertig. Und dann sprühe ich mich halt nochmal, dann hält es halt länger, habe ich immer das Gefühl. Ja. Naja, kann es sein, weil du alles gleich riechst dann. Ja, das soll man ja machen. Also wie gesagt, entweder man nimmt neutral, so wie das halt bei unseren Produkten ist, wo kein Duft hat, oder halt wirklich eine Serie soll man nehmen. Also so empfehlen die das halt immer, ne? Ja, also ich mag das. Ja, das mache ich halt, wenn ich fortgehe zum Beispiel. Dann halt es viel länger. Deswegen. Ja, also ich benutze das meistens, ehrlich gesagt. Also ich habe auch als schon solche Sets
gekauft oder geschenkt gekriegt, aber ich habe es irgendwie nie benutzt. Ich mag es irgendwie nicht, weil wie du sagst, irgendwie denkt man nicht dran, es schmerzt irgendwo hier und dann brennt es und ah, nee, ist nicht so mein Ding. Also ich mag den Duft an sich, aber es soll, also auf jeden Fall soll man das halt schon so machen, wie gesagt, dass man nicht so verschiedene Düfte hat. Ja, aber was sind eigentlich so die Frauenstandarddüfte? Mir fällt direkt Chanel Nummer 5 ein. So ja. Als Standardduft für ältere Dame. Aber ich kann es gar nicht. Das riecht wirklich, das riecht wie alte Dame. Also wirklich, finde ich, ne? Also für mich ist das nix. Aber zum Beispiel Air France hat auch Chanel Nummer 5 im Flugzeug, ne? Also sprühen die so. So Marketing ist es halt, ne? Weil, jo. Auf jeden Fall, aber was gibt's noch so Düfte? Also ich finde trotzdem diese Terry Mugler, auf Pelsisch, der Terry Mugler, der Alien. Mugler. Ne? Also das Alien war schon so, ich glaube in der 80er, oder Jessie, war das so Parfüm? Ja, meine Schwester hat das auch, das wollte es immer nur geschenkt haben. Nein, das Alien ist nicht in den 80er gekommen, nicht. Das Alien ist in den 2000er gekommen. So spät? An den 90er war das schon, meine Schwester hat es ja schon gehabt, der Mugler. Ja, gell, weil ich habe gedacht, weil wir hatten mal Bekannte gehabt, die also schon ein älteres Semester war und das war der ihr Lieblingsparfüm. Deswegen habe ich gedacht, das wäre so alt. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, das ist so ein Parfüm, wo nee, viele hatten. 2000. Dann die Jill Sander. Ressort? Ja, das Sun hat meine Mutter auch. Jill Sander Sun, genau. Ja, stimmt. Tresor ist auch so Parfüm. Von Lancôme ist Tresor, ne? Ja. Was alle so gehabt haben. Aber das riecht für mich auch so nur Altfrau. Finde ich jetzt. Die Malles hat doch immer Chanel oder Tresor? Ja, oder beides sogar. Ja. Ja, aber 2005 kam das Alien-Parfüm auf den Markt. Okay, ich schwöre, damit es Ende der 90er war. Okay, gut. Ich habe sogar gedacht 80er. Weil ich weiß nämlich, ich bin 92 geboren. Ich weiß nämlich, meine Mutter hat es nämlich damals gekauft in Eisenberg beim Klotz. Kennt ihr das noch? Parfümerie Klotz. Ja. Und du hast sie das gekauft. Und dann hat sie gesagt, ah, sie hätte so gerne mal neues Parfüm. Und die, der hat gefragt, gestern habe ich ganz geil reingekriegt. Jetzt, was weiß ich, ihr wisst ja, ne? Pältisch halt so. Und dann hat sie das gekauft und dann habe ich das an ihr gerochen und ich war doch so 13 oder so. Nee, 14. Ich hatte meinen ersten Freund, 14. Dann habe ich der das nämlich geklaut. Ui! Also ich hatte schon in der Realschule mit 14 das Alien Ruf. Krass. Das weh, weiß ich das so gut wie halt. Die Härte, ey. Ja, aber das war so mein erstes richtiges Parfüm, weil ich deren das hier geklaut habe, wirklich so. Ah, wisst ihr, was auch noch so Parfüm ist? Jean-Paul Gaultier, gerade für Männer. Für Männer war das in der Schwulen-Szene. Ja, also bei der Schwule war, also ja, darf man das da oder nicht, keine Ahnung. Bei denen war auf jeden Fall immer diese Männerbüste total in. Aber bei Frauen kenne ich auch das Jean-Paul Gaultier, dass das ziemlich beliebt so war. Ja. Mhm. Dann, was auch so beliebtes Parfüm war, wo es rausgekommen ist, war Donna Karen New York, das erste. Ach ja. Ne, das hat so einen besonderen Duft gehabt. Das war, glaube ich, auch so Helly Flush, Weißy Flush, wenn mich nicht alles täuscht. Das war auch, wo es das erste Mal kam, ziemlich beliebt. Ob das jetzt noch beliebt ist, das weiß ich nicht. Wie gesagt, meine Mutter kennt so Flowers, war immer der ihr Lieblingsparfüm. Ist auch so ein bisschen Standard. Und ich finde schon so, dieses Gabriela Sabatini und Betty Barclay war schon so ein Trend bei der älteren Dame, finde ich. Also meine Oma hat es immer ganz gern gehabt. Ja, also ich glaube, das waren so, und natürlich Armani Ski, ne, ist ja auch ganz bekannt. Das ist ja auch so ein Standard, glaube ich, wo viele haben. Kenne ich gar nicht. Das ist diese goldene Dose, weißt du, das ist wie so Aludose, sieht es aus. Für Männer ist es schwarz und für Frauen gold, so. Ja, ich glaube das. Ja, das ist eigentlich so das, glaube ich, was so im Trend ist. Aber was natürlich so jetzt wirklich in den letzten Jahren einen Trend genommen hat, sind diese High Society Parfums. Ist ja verrückt, ey. Also wie hieß das? Xertschow, ne? Das war ja sowas, wo es tausende Düfte gibt, wo so super beliebt ist und jeder haben wollt. Oder, ach, da gibt es noch sowas. Schau mal, vielleicht kennst du das. Das ist wie so, ich sag mal, das sieht aus wie so Rundi Flush. Also es ist wie so, soll ich das erklären? Ich sage mal so wie die Flasche, aber nur runder. Und dann hängt du wie so Ketsche drauf. Und dann gibt es so ganz viele Düfte davon. Und das muss auch so teuer sein. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. So bunte Flaschen sind das. Also eigentlich, wenn du siehst, denkst du, das ist so von Victoria's. Also bei mir ist bei 150 Euro Tuck. Ja, bei mir auch.
bin ich dann raus. Also dann will ich aber riesig, dann will ich aber groß die Flasche, ne, mit 100 Milliliter für 150 Euro, ja. Also weil irgendwo ist ja Schluss. Also ey, ich bin da auch raus, weil ich finde, Parfum ist Parfum, das verfliegt, ne? Also steht man nicht. Also welche spüre ich mir jetzt drauf und Schnorrer spüle ich es wieder ab. Also irgendwo ist das ja. Also mein Limit ist bei 100. Also nicht mehr wie 100 für Parfüm. Ja. Selbst die 100 ist für mich schon, also 80 eher für Parfüm. Also bei mir ist es so, Armani ist halt so mein Ding, aber die kosten in der Regel, wenn ich ja wie 100 Euro, dann hole ich mir meistens das Neueste. Ich habe mir jetzt gerade irgendwann geholt von Armani, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist so das Neueste, was jetzt draußen war, mit, also irgendwas mit Flower. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie das an sich ist. Das war so ein Untertyp, ne? Bei Armani kommt manchmal auch jährlich so ein Untertyp raus, ne? Das habe ich mir jetzt gerade geholt. Und Tiffany Parfum ist halt für mich klar, wenn du eins kommst, ne? Die habe ich alle, die brauche ich natürlich. Das ist halt so, ne? Aber das sind so die zwei, wo ich mich so drauf versteift habe. Also ich habe schon auch so zum Beispiel von Lancôme Miracle ganz gern gehabt. Mhm. Das habe ich auch noch zum Beispiel, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich mir jetzt wieder kaufen. Ne? Eigentlich bin ich wirklich so festgefahren auf dem und die sind meistens unter 100 Euro. Aber also, wie die Schalima sagt, wenn ich jetzt wirklich das Parfüm unbedingt haben wollte, wäre bei 150 bei mir auch die Grenze für die Großflasche, nicht für 30 Milliliter. Ne? Ja. Also wirklich die Grenze, weil ganz ehrlich, nee, ist mir zu teuer. Und dann ist es halt wirklich so, es gibt echt richtig gute Tubes, ne? Also ist einfach so. Also ich weiß zu 100% zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Network Marketing erlernt reden, ich weiß, dass LR ist so mit Parfum groß geworden und ich weiß von LR Jungleman, das hat angeblich gerochen wie Aqua di Gio von Armani. Ach, und das haben die Männer wie bekloppt gekauft. Ne? Und die haben ja immer damit geworben, dass es halt nicht eau de toilette ist, sondern eau de parfüm. Dann hast du halt da wirklich Duschgel und Bodylotion dazu gehabt. Und das weiß ich, war so ein Standard, was voll gut gegangen ist. Mittlerweile gibt es ja dann auch dieses Chogan. Die werben ja auch damit. Also die haben eine Liste, wo quasi auch gegeben ist, welchen Dupe die haben von dem Parfum. Ne? Angeblich wird es auch so riechen, kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht probiert. Aber es gibt ja auch im DM wirklich für 5, 6 Euro die Dupes, wo du auch bei TikTok oder sonst wo gucken kannst, wo die Leute dann sagen, ah, das ist ein Dupe von dem und dem, probiert es mal aus, ne? Wo die Leute wirklich sagen, das hält super. Ne? Also habe wirklich schon von mehreren Leuten gehört, die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, mega. Ne? Ja, also bei mir war es auch so, ich habe auch so ein 6-Euro-Tube da und ich, also jeder spricht mich auf dieses blöde Parfüm drauf an. Ja. Und es ist halt zu diesem 350-Euro-Parfüm da, auch so ein Tube. Baccarat Rouge oder so, auf jeden Fall. Also ich sehe es gar nicht, 350 Euro für ein Parfüm zu bezahlen. Also. Wirklich nett. Aber das Lustige ist, ich wurde dann gefragt, ja, ist es das? Dann habe ich gesagt, ja. Oh ja. Ah ja, warum nicht? Ja. Ja. Also er schon mal, ne, hab gesagt, ja. Also ich wurde schon mit dem Namen drauf angesprochen, trägst du das und das, trägst du das Parfüm? Dann habe ich gesagt, ja. Ah, okay, krass, wisst ihr, weil es zu teuer ist wahrscheinlich. Ja. Dann so, Dann habe ich gesagt, ja, so ein. Aber ich habe gesagt, ja, ist gut, dass du mich froh bist, weil es eigentlich nur ein Dupe, aber gut, dass du sagst, dass es das ist, weil dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Ja, voll gut. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, also vor 350 Euro ausgäbe und wenn es genauso riecht, ich bitte dich also. Ja, klar. Also ich meine mal. Aber ich wurde jetzt schon 2-3 Mal auf das Parfüm angesprochen, dass das mega. So toll wäre. Ja. Also deswegen, und dann, wenn ich dann, ich mir innerlich denke, okay, das kostet bloß 6 Euro, selbst wenn ich mal 2 Flaschen kaufen müsste, weil ich Bartio gefühlt, auch in dem, ne? Aber weil ich riechst du dann irgendwann in mir, aber ich glaube, es ist noch do, aber ich fange dann auch als wieder. Na, ich liebe das, jo. Aber selbst wenn ich jetzt jeden Monat 6 Euro für so Flasch ausgebe, ah, hallo. Weil ich sprühe meine Klamotte halt alles mit euch, ne? Ja. Also ich muss sagen, ja, zum Beispiel früher war es ja auch so, dass man, also ich selber, ne, war in Malaysia und da hast du auf dem Markt wirklich dann halt die Fälschungen gekriegt. Also richtig, die haben dann auch die richtige Flasche gehabt und so, ne. Nein, gut, du hast schon gesehen, erstens mal das Parfum hat sich verfärbt viel zu schnell, ne, und die Flasche war halt ein bisschen nicht so schä gemacht, ne.
Aber zum Beispiel, wo ich mich auch daran erinnere, und zwar, wo wir das erste Mal in Prag waren, Jessie, da sind wir doch über die Grenze und da war wie so ein Asiamarkt. Och, ja. No Tschechien. Ja. Und die hatten auch richtig viele Dupes. Also richtig, ja. Also aber nicht Dupes, sondern ein Plagiat. Also wirklich nur gemacht mit demselben Namen. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich erlaubt ist, was die da machen. Also wir haben nichts gekauft, aber okay. Ich sag mal so, gerochen im ersten Moment hat es schon wie das Parfum, ne? Also ich meine, klar, das wird halt voll schnell verfliegen wahrscheinlich, ne? Aber es war schon, also ich meine, klar, ich glaube, das Parfum, wenn mich nicht alles täuscht, in Holzminden oder in Minden Parfumfabriken in Deutschland sind. Und da hieß es ja dann auch immer, es gibt nur diese Fabrike und alle Parfums laufen da drüber, ne? Oh, aber nur jede Firma hat halt ihren eigenen Duftcode, ne? Und im Endeffekt ist es halt, ja klar, der Name, wo du bezahlst, was sonst, ne? Aber ich sage mal so, ich finde halt, wenn man Lieblingsduft hat, hat man Lieblingsduft, ne? Also wie gesagt, 350 Euro würde ich auch nicht ausgeben, aber wenn ich halt, ja, einen Lieblingsduft habe, habe ich den halt auch und dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben, ne? Finde ich jetzt. Ja. Aber ich sage mal so, wir haben jetzt auch neue Parfum, Alofa und Malofi. Also ich finde die gar nicht so schlecht, weil ich finde, ja, weil ich finde, die haben halt eine eigene Duftnote, ne? Also es ist nicht so ein Standard, es ist schon so würzig, eine eigene Note. Ich muss sagen, ich finde sie nicht schlecht. Die sind preislich auch absolut okay, kann man nichts sagen. Die sind nicht teuer oder so, ne? Ich meine, klar sind wir jetzt nicht die Parfum-Firma, um Gottes Willen nicht, ne? Aber meine Mutter liebt es total. Und so für Everyday finde ich es auch absolut okay, muss ich sagen. Ja. Ja. Doch, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt auch die, was ich halt so ein bisschen zu bemängeln habe, auch bei diesen teuren Parfums, ist, dass man die zum Teil gar nicht in der Parfümerie riechen kann. Ich meine, die Schalimar hat Glück, diesen Mannheim. Dort gibt es wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Nicht. Ah, krass, okay, ich dachte bei euch. Nein, ja. Deswegen habe ich mir das 6-Euro-Ding gekauft, weil ich gedacht habe, okay, ich kaufe mir das jetzt für 6 Euro. Und selbst das konnte ich noch nicht mal testen. Das war kein Test im DM. Na ja, gut, jetzt für 6 Euro, selbst wenn es scheiße riecht, schmeiß ich halt fort oder gibt's, hä? Ja. Kann ich nichts falsch machen. Jetzt kenne ich als Klospray halt nehmen. Oder als Klospray, jo, nur mal so in einem KPG. Ah ja. Ah jo. Hat man nicht früher auch gesagt, man soll so stinkisches Parfum kann man fürs Ungeziefer nehmen und auf die Pflanze sprühen? Was? Das kenne ich ja, mir nicht raus. Ja, habe ich schon mal gehört. Aber ich weiß nicht, also nicht, dass es das jetzt einer macht, ob das gut ist, weiß ich nicht, aber das habe ich mal gehört. Ja, gut. Also ich sage mal so, ja, das Krasse finde ich halt, wenn du diese teure Dufte gar nicht riechen kannst, ja, also ja. Wenn ich das gar nicht, also ganz ehrlich, warum, also wieso kaufe ich das dann? Also ich kaufe doch ein Parfum wegen dem Geruch, oder nicht? Ich weiß ja. Nicht, ne? Ja. Ich meine, gut, ich sag mal so, ich habe wirklich von Armani seit, sagen wir mal, 2000 oder davor sogar wirklich jeden einzelnen Duft, egal welches Ski ist und welche Variante gab, ob die Flasche rot war, rosa, lila, ich habe das alles gehabt und ich muss sagen, es gab noch nie einen Armani-Duft, der mir nicht gefallen hat, ne? Also Armani kauf ich auch blind, weil ich aber die Erfahrung habe. Aber wenn ich jetzt so ein teures Parfum kauf, genau, so ist bei mir mit Narciso Rodriguez, weil ja. Du ist dem, ich weiß ja, der macht irgendwas, nein, das geht mit meiner Haut immer, ich weiß ja wieso. Bei mir ja. Ist die Jill. Jill Sander, ja. Ja. Aber wenn ich so einen teuren Duft habe und kann den noch nicht immer Probe rieche, ja, das ist doch Katastrophe. Ja, stell dir aber vor, du hast 350 Euro Flasche und dann riecht bei dir gar nicht und was machst du dann? Ja, das gibt's, Jessie. Tatsächlich. Also gut, vielleicht ja, haben, vielleicht haben die das ja auch im Douglas Steh. Ich war jetzt halt nicht dort, weil ich sag's euch so, wie es ist. Ich hätte es mir sowieso nicht kaufen können. Ja. Ajo. Im Douglas ja bei auf das, Papier schon da drauf mache. Das ist ja nicht der Haut, aber stell dir mal vor, du hast wirklich 350 Euro. Nee, aber Euro. Doch. Ja, aber also ich sag immer zu deinen Douglas-Verkäuferinnen, weil ich manchmal schon weiß, was ich so will oder so, wie zum Beispiel Baccarat Rouge oder so, dann würde ich schon hingehen. Mit meiner Hand, das habe ich schon mal knallhart gemacht und habe gesagt, ich möchte, dass du mir das auf die Hand sprühen. Ich komme dann in 2 Stunden wieder, wenn mir es gefällt. Ja, das stimmt. Weil das kann ich erst dodo nur entscheiden. Ja. Weil es braucht ja, bis sich das so entfaltet. Mit der Haut gemischt hat, ja. Also ja, tatsächlich, genau. Jessie, kenne ich jemand, der hat sich das Parfüm gewünscht und hat es ein paar Mal benutzt und es ging komplett gegen die Person und die hat es dann verschenkt. Tatsächlich, ja. Und was auch noch lustig war, und zwar war mir bei deiner Mutter, Charlie, mal Frühstücke und der Mutter hat es gerochen, das Parfum, und hat gesagt, oh, Entschuldigung, nicht wegen was, ist es das und das Parfum? Und dann hat die Person gesagt, ja. Und hat sie gesagt, oh,
Ich kann das gar nicht richtig, ich finde das furchtbar. Ich weiß, es ist total beliebt und so. Und ich glaube, das ist auch für Männer und Frauen, oder? Ist das auch Unisex? Ich weiß gar nicht. Egal, Nein. auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, deine Mutter hat gesagt, oh, ich kann das gar nicht riechen, ne? Gibt's auch, ja? Na, also ich meine, um Gottes Willen, es muss jeder für sich wissen, für was er Geld ausgibt. Ich gebe vielleicht auch für Sache Geld aus, wo andere sagen, die hat einen Vogel, ne? Also, klar. Aber andererseits... Ja, aber so hat ja jeder sein Spiel. Aber dass man halt ein Parfum nicht im Origen kann, ist halt schon krass, finde ich. Mhm. Also, dass es nicht testen kann und soll so viel Geld dafür bezahlen, ist schon krass. Ja. Also, lese ich nicht. Also, da bin ich auch raus, ne? Also, ich sage mal so, wie gesagt, die Standarddüfte, okay. Aber sonst bin ich da dann eher raus. Ich meine, was ich auch ehrlich sagen muss, früher war es so, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, dass meistens im Müller die Parfums günstiger waren wie im Douglas. Und im Müller haben die auch schon so richtig Marke, ne? Ob das jetzt heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber was ich halt schon noch die Hausnummer finde, muss ich sagen, ist, dass im Douglas die Parfums teurer sind wie bei Douglas Online. Und das finde ich halt schon hart, weil die tun sich selber ausbude. Ist also, weil ich meine, ganz ehrlich, zum Beispiel, ich bin ja nicht oft in der Stadt unterwegs oder irgendwie so im Douglas oder so, aber zum Beispiel, mir fällt es halt auf, wenn ich in Kroatien bin, im Supernova, in dem Center gibt es ja Müller und Douglas und manchmal gehe ich dann halt durch und gucke einfach, was gibt es für neue Düfte. Bevor ich es aber kaufe, gucke ich erst mal online, was es bei uns kostet. Und in der Regel kostet es bei uns immer weniger. Und ich muss dazu sagen, es ist immer Douglas online, beim Douglas am günstigsten. Und ich habe wirklich schon im Douglas gestanden und habe online geguckt und es war online einfach günstiger mit dem Douglas. Gut, jetzt hat mir jemand gesagt, ich hätte dann im Geschäft das sagen sollen. Ich glaube, du warst es schon immer, gell? Und dann kriegt man es, glaube ich, genauso günstig wie online. Ne? Das habe ich jetzt halt nicht gewusst. Ja. Aber ich finde es halt schon irgendwo krass, weil ich mir halt sage, auf der Endeside werden viele Filiale geschlossen vom stationären Handel, weil einfach Miete, Personalkosten, Corona, wie das halt alles so ist, teuer, ne? Aber auf der anderen Seite tun sie sich dann auf der eigenen Online-Seite irgendwo, ne, so ein bisschen schon, soll ich sagen, ausbote. Weil ich finde, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Eigentlich müsstest du im Geschäft die Sache etwas günstiger kriegen wie online, weil dann würde ich die Leute zu animieren, ins Geschäft zu gehen. Ne? Ja. Ich meine, klar, du hast halt online, sage ich mal, okay, Beratung mit dabei, ist klar. Aber in der Regel, wenn du ein Parfum hast, weißt du ja eigentlich, was du kaufen willst und dann kaufst du das, weißt du? Ich sag mal, bei Make-up wäre es jetzt bei mir was anderes. Das ist wahrscheinlich was die Shalima im FF macht. Aber bei Parfum, sage ich mal, brauche ich keine Beratung. Ich weiß, was ich will und dann kaufe ich das. Ne? Also das finde ich halt so ein bisschen, muss ich sagen, traurig. Und natürlich diese kleine Parfümerie, was du angesprochen hast, Shalima in Eisenberg. Und bei uns in Grünstadt gab es ja auch den braune Franz, den gibt es auch nicht mehr. Ne? Nee, es gibt nur noch die Kaisern. Die Kaisern gibt es noch, ja. Ich sag mal so, bei denen ist es ja meistens teurer, ne, wie halt jetzt bei der Kette, bei der großen Filialiste und dann, und du kannst halt echt alles online bestellen, von daher ist halt schade, aber es ist halt leider so, dass man dann halt auch nochmal guckt, wo man spart und dann hosche ich noch die ganze Dupe-Geschichte dazu und die ganze Leute, wo sagen, hey, das riecht genauso und was weiß ich, ne, das ist ja halt auch dann halt so ein Thema, warum vielleicht du, Nimi, sei ich muss so viel jetzt, vom Umsatz her im stationären Handel ist, ne? Leider Gottes. Ja. Ja, aber ich finde halt diese teure Parfums, das ist der Abschluss. Aber ich glaube, dass mir jemand erzählt hat, man kann in Mannheim Shalimar, das stimmt, jetzt fällt mir es nämlich ein, man kann das nicht dort riechen, aber man kann es bestellen zum Proberiechen, wenn mich nicht alles täuscht. Also du kannst quasi sagen, du willst so ein kleines Fläschchen mal probieren, dann füllen die dir halt ab oder du kannst das halt mal probieren. Aber es ist halt so, wie du sagst, weil die Person hat es probiert, aber wie du sagst, man riecht halt ein Parfüm erst und der man es halt länger drauf hat. Ja. Und die hat halt gemeint, sie konnte irgendwann dann nicht mehr riechen. Also es war nicht sofort, aber irgendwann konnte es halt nicht mehr riechen. Aber lustig ist, dass dieses Xerchow-Parfum zum Beispiel in Kroatien, in Zadar, im Center, im Douglas steht es. Ich weiß nicht, ob du es probierst. Also es steht wirklich nur zum Verkauf. Ich habe aber noch nie geguckt, ob man das Probe riechen kann. Das wüsste ich jetzt, habe ich jetzt irgendwie nicht drauf geachtet. Aber dort kannst du auf jeden Fall kaufen, weil ich glaube, in Deutschland ist es so, dass du es zum Teil auch wirklich bestellen musst. Die haben es gar nicht vorrätig, weil es so teuer ist, wenn mich nicht alles täuscht.
Also das ist schon auch krass. Und was natürlich auch ein gutes Thema ist, ist, wenn man am Flughafen ist und kann dann duty-free das Ganze halt kaufen, da hast du manchmal, hat man, aber auch nicht immer, würde ich auch sagen, bitte prüf vorher online, weil zum Teil ist es auch so ein bisschen, ist es nicht so. Ne? Also wir waren öfter schon mit dem Dommer im Duty-Free-Laden und haben dann geguckt und haben dann online geguckt und es war online bei Douglas zum Beispiel trotzdem günstiger wie im Duty-Free-Shop. Dann kannst du halt nochmal hingehen und kannst im Flugzeug gucken. Zum Teil sind ja im Flugzeug der Verkauf auch günstiger, aber selbst das war teurer. Oder du gehst in das Land, wo du hinfliegst und manchmal ist es dort halt ein bisschen günstiger, ne? Ja, je nachdem, wo du halt hinfliegst. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Türkei fliegst oder so, könnte es sein, dass es dort günstiger ist oder so, ne? Das ist auch nochmal eine gute Sache. Und was manche, natürlich hier in der Pfalz machen, ist, die fahren dann nach Luxemburg und da ist zum Teil auch günstiger schon gewesen, weil ich erinnere mich nämlich, dass ich mal mit einer in Luxemburg war und die hat nämlich das Alien dort gekauft, weil das dort günstiger war. Ja, da war so kleine Parfümerie. Also ne, gerade es ist ja eigentlich nicht Luxemburg an sich, das ist ja Wasser billig, ne, wo wir da hinfahren. Wir fahren ja über die Grenzen, gehen da halt in so ein Center oder in so einen Supermarkt. Ich meine, ich war da schon Jahre nicht, aber ich erinnere mich, da war so kleine Parfümerie und die hat sich das dann dort gekauft, weil das tatsächlich günstiger war auch wie hier. Also so, ne? Und wie gesagt, wenn man nur Tschechien fährt, dann direkt nach der Grenze, wie gesagt, ist halt wie so ein Asiamarkt und der hat halt sämtliche Tubes, ne? Also der Adidas und Nike, was für sich alles so gefälschte Sache. Also irgendwie komischerweise, finde ich, ist so auch auf dem Markt nie was los, oder? Wo wir da waren, Tschechien war gar nichts, ne? Da war keine Person, also hast richtig Angst gekriegt, wie so Geisterstadt. Aber anscheinend wird das schon gekauft, weil ich meine, du gabst ja auch Tasche und weißt du, Geier, also mit mir gab's haben nichts alles gekauft. Gab es auch Feuerwerkskörper oder nicht? Ja, also das ist wirklich, also es ist direkt nur die Grenze ist es dann und du gabst schon. Die haben Zigarette gekauft, oder? Nee, die haben wir an der Tankstelle gekauft. Ach, ja, stimmt. Aber nur die Tankstelle war diese Asiamarkt. Genau, ja. Aber damals in der Tankstelle, kann ich mich erinnern, gab es auch Parfum günstiger. Ja. So original, aber diesmal, wo wir waren, letztes Jahr, gab es nicht mehr. Okay. Also die hatten keine Parfüme, die hatten nur noch so Schokoladen, so ein Kram, weiß nicht so. Ja. Also das noch immer so als Tipps. Ja, also Fazit, also ich mache mal mein Fazit schon mal. Also ich würde sagen, für mich gibt es eine Grenze, Preisgrenze bei Parfums. Die ist einfach wirklich so bei 100 Euro, würde ich auch sagen. Ich habe meine Favorite, ne, Armani, Tiffany und der Rest ist für mich so ein bisschen uninteressant, finde ich. Aber ich finde Dupes nicht schlecht, weil wie gesagt, wenn sie genauso gut riechen und für Everyday ist es sowieso geil, ne? Aber so das teure Parfüm wäre für mich nichts. Aber was sagt ihr dazu? Ja, kann ich mich eigentlich nur ausschließen. Jasmine? Also Dupe, okay, ja. Da habe ich jetzt einen hier, ne, dann meine 3-4 Standarddinger, die ich am liebsten habe und so, aber ich bin da preislich auch irgendwo drosselt. Ja, würde ich mich definitiv anschließen an die Aussage. Ja, ich schließe mich direkt auch an, weil, also nicht mehr wie 100 Euro, aber das ist mir auch schon viel zu viel. Ich bin eher so ein Parfüm-Kauf-Muffel. Ich benutze dann immer mein Parfüm ewig und hebe das oft für gut. Und manchmal kann ich aber auch im Sommer zum Beispiel auch so Parfüm rieche, dann eher wieder Winter, aber ich bleib bei meinem Chill Sander, egal was für ein Duft. Und ja. Also das ist so dein Parfüm für 350 Euro. Okay, das ist so dein Liebling, das kann ja noch jeder sagen. Also das ist für dich so dein Liebling, so dein geht immer. Chill Sander. Chill Sander geht immer. Sun geht immer. Und Jasmine, bei dir, de Rodrigo. Narciso Rodriguez. Ja. Ja. Bei mir, ich muss echt mal überlegen, also bei mir auf jeden Fall, was immer geht, ist entweder das Tiffany, das Neue, das Rosane oder von Armani, das muss ich mal überlegen, echt schwierig, das C, also S-I quasi, das ist so, oder zum Beispiel Armani Mania, finde ich auch was immer geht. Genau. Deutsche Gabbana geht bei mir auch. Was ist denn das? Light Blue, oder? Ja, das geht auch. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wunderbar, schön, dass wir uns ausgetauscht haben. Wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche, Anregungen oder irgendwie natürlich eine Meinung dazu, dann bitte kommentieren. Abonniert den Kanal, dann freuen wir uns. Kommentare,
Likes. Wunderbar. Wir sehen uns nächste Woche beim Pelzer Stammtisch. Servus. Tschüssi. Tschüssi. Warum geht's denn jetzt nicht? I don't know. Warte mal, ich muss das machen. Bei mir geht's. Ah, bei mir ja. Jessi, du musst mal auf Aufzeichnung Stopp drücken. Weißt du, bei mir geht's nicht. Okay, dann. Jo, bis gleich, Leute, dann. Jo, bis gleich. Bis gleich. Ich gehe jetzt, muss mich vorbereiten noch. Ich habe noch die Hälfte im Koffer. Ja, alles gut. Servus. Bis gleich, ciao. Ciao.